Nachdem es bisher nur Hochglanz-YouTube-Videos zu Unreal Engine 5 gab, liefert Epic nun endlich auch eine spielbare Demo, und zwar die Stadt aus der Matrix Awakens-Demo. Die haben wir uns natürlich angeschaut und zeigen euch in diesem Hochglanz-YouTube-Video, wozu die Next-Gen-Engine alles fähig ist, was gut funktioniert und aussieht und was eben noch nicht. Für die beeindruckende Grafik hat die jetzt fertiggestellte Unreal Engine 5 einige technischen Finessen unter der Haube. Nanite ist die neue Geometrie-Engine der UE5. Diese versucht bei High-Res-Models nach Möglichkeit stets ein Polygon pro Pixel zu zeichnen. Für die Entwickler ist das praktisch, weil sie theoretisch einige Arbeitsschritte wie das manuelle Erstellen von LODs ignorieren können. Das macht die Unreal Engine 5 jetzt in Echtzeit. Im Grunde rechnet Nanite also ein High-Poly-Model mit einem sehr feinen Auto-LOD in Echtzeit herunter. Das Konzept Virtual Texturing. In sehr vielen aktuellen und auch Spielen der letzten Jahre kommt diese Technik in der einen oder anderen Form zum Einsatz. Moderne Spiele bekleiden Oberflächen in vielen Fällen nicht mehr mit einzelnen Texturen, stattdessen werden Oberflächen mit einem Gemisch verschiedener Texturen bemalt. Die Unreal Engine bietet standardmäßig Support für Virtual Texturing seit Engine Version 4.2.3. Doch was hat das jetzt mit Nanite zu tun? Nanite soll für Geometrie das darstellen, was Virtual Texturing für Materialien ist. Epic selbst nennt die Technik neben Nanite auch Virtualized Geometry. Entwickler sollen nicht mehr an ein Performance- oder Speicherbudget gebunden sein, sondern ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, ohne beständig mit Flaschenhälsen bei Speicher- oder Polygonanzahl und Drawcalls konfrontiert zu werden. Mit Nanite und der Unreal Engine 5 ist es möglich, extrem detaillierte Geometrie direkt in das Spiel zu importieren. Die Engine ist dafür zuständig, die Komplexität der Modelle in Laufzeit so anzupassen, dass sie in das Leistungsbudget passen, sodass sich die Designer darüber keinen Kopf machen müssen. Nanite kann man sich also so ein wenig wie ein umgekehrtes Tessellation vorstellen. So ähnlich wie bei dynamischer Tessellation werden bei einem Nanite-Modell zusätzliche Polygone gezeichnet, wenn sich der Spieler bzw. die Kamera dem betreffenden Objekt nähert. Allerdings funktioniert Nanite im Grunde andersherum. Tessellation erzeugt bei einem Low-Poly-Mesh zusätzliche Polygone, wenn sich die Kamera nähert. Nanite nutzt High-Poly-Meshes und reduziert diese dynamisch, wenn die Kamera sich entfernt. Dadurch entsteht eine interessante Wechselwirkung zwischen Geometrie-Detailgrad und Auflösung. Je höher die Pixeldichte, desto höher ist der potenzielle Detailgrad der Geometrie. Das LOD hängt also mit der Auflösung zusammen und das Upsampling hat nicht nur Auswirkungen auf die zu rendernden Pixel, sondern auch auf die Geometrie. In der City-Demo sind die Vorteile von Nanite bereits deutlich. Viele Oberflächen, etwa Pflastersteine oder Mauerwerk, haben eine authentische Tiefe, Objekte und Stuckverzierungen an den Gebäuden sind ausgesprochen detailreich und zeigen keinerlei auffällige Nebeneffekte oder vorherige Techniken, etwa das typische Wabern bei dynamischer Tessellation oder perspektivische Probleme bei Parallax-Maps. Dabei ist eine Stadtszene in ihren vielen ebenen Flächen nicht einmal das beste Beispiel für die Technik. Nanite ist insbesondere bei komplexen organischen Strukturen ein gewaltiger Vorteil. Etwa bei zerklüfteten Steinen, rissigen Lehmböden, Geröll oder knotigen Holz. Auffällig, es gibt bei Nanite einige kleine Aussetzer in dem City-Projekt. Wenn wir jetzt einige Nanite-Meshes genau und aus sehr geringer Entfernung betrachten, werden einige vereinzelte Polygone nicht korrekt texturiert. Eventuell handelt es sich um einen Bug in Verbindung mit Texturkoordinaten. Lumen nennt sich die Beleuchtung der Engine, die auf Raytracing basiert. Die kann voll dynamisch ausfallen, also das indirekte Licht und dessen Abpraller tatsächlich in Echtzeit berechnen. Standardmäßig läuft sie mit Software bzw. ohne zusätzliche Raytracing-Hardware. Ist diese aber vorhanden, wird sie auch genutzt. Lumen beinhaltet das Skylight, also zumeist das bläuliche Licht, das alles erhellt, sowie auf Wunsch sämtliche andere Lichtquellen inklusive lichtemittierender Texturen und beherrscht außerdem Raytracing-Spiegelungen. Alternativ kann das Feature aber auch ohne Raytracing-fähige Hardware mittels eines Software-Fallbacks genutzt werden.
Spiele mit Unreal Engine 5 werden also standardmäßig Raytracing-Hardware nutzen, setzen diese aber nicht zwangsweise voraus. Entwickler müssen sich also nicht auf Raytracing-Hardware beschränken, sondern können, zumindest optional, eine große Spielerschaft bzw. eine breite Hardware-Basis ansprechen. Was natürlich von Vorteil ist, wenn man mit dem Verkauf von Spielen Geld verdienen möchte. Die Präsentation der City-Demo ist sehr eindrücklich. Gerade im Halbschatten macht die globale Beleuchtung einen sehr guten Eindruck. Endlich ist der oft blau-graue Look, der in vielen Spielen bei halbschattigen Szenen die Grafiken verunziert, nahezu verschwunden. Also nicht ganz, da bislang der Skylight nicht per Raytracing dargestellt wird und nicht vollständig mit der Beleuchtung interagiert. Eine Option für dieses Feature ist aber bereits in der aktuellen Engine-Fassung vorhanden, allerdings offenbar noch ohne Funktion. Dies trifft auch auf die Schatten zu, die bislang durch Shadow Maps realisiert werden. In Zukunft werden sich diese ebenfalls mittels Raytracing darstellen lassen. Obendrein arbeitet Epic an Virtual Shadow Maps, also einen ähnlichen Ansatz wie bei der Texturdarstellung und den Detailgrad bei zukünftigen Shadow Maps zu erhöhen. Ein kleiner Kritikpunkt bei der Lumen-Darstellung in der City-Szene. Der Tagesablauf ist nicht dynamisch. Es wäre nett gewesen, hätten die Entwickler die Lumen-Beleuchtung in der Demo abwechslungsreicher gestaltet, um uns die Gelegenheit zu geben, unterschiedliche Lichtsituationen und Beleuchtungsszenarien sowie Übergänge zwischen diesen genauer unter die Lupe zu nehmen. Aber mit etwas Geschick ließe sich ein solcher dynamischer Tagesablauf wohl vom begabten User nachträglich implementieren. Ach, wären wir doch nur begabt. Wir halten aber die Augen offen. Das dritte spannende Feature der Unreal Engine 5 ist das Upsampling-Verfahren Temporal Super Resolution, kurz TSR. Ja, das haben wir schon mal irgendwoher gehört. Denn dabei handelt es sich also im Prinzip um einen Konkurrenten zu Nvidias DLSS oder AMDs FSR 2.0. Allerdings setzt Epic nicht wie Nvidia auf spezielle Hardware oder ein neuronales Netzwerk. TSR ist im Prinzip eine Weiterentwicklung des TAA-Upsamplings, das bereits von der Unreal Engine 4 genutzt wird und dort mittlerweile in Generation 5 zum Einsatz kommt. Das TAA-Upsampling ist optional auch in der UE 5 nutzbar, allerdings erzielt es nicht die gleiche Qualität wie das durchaus eindrucksvolle TSR. Wie TAA-Upsampling und anders als bei rein spatialen Lösungen wird TSR vor dem Rendern der Post-Processing-Effekte angewendet. Ist allein aus diesem Grund bereits ein ganzes Stück kostspieliger als das TAA-Upsampling. Bei der City-Demo kommt TSR standardmäßig und mit 55% Auflösung zum Einsatz. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, allerdings hat TSR momentan noch seine Schwachstellen. Typisch ist etwa das Aussetzen um Alpha-Tests in Kombination mit dem Motion Blur. Gut sichtbar ist dies etwa an den Haaren der Figur. Auch mit schrägen Flächen hat TSR noch Probleme, was sich in der City-Demo insbesondere in der Ferne an den Hochhäusern zeigt. An sich verrichtet TSR allerdings schon eine recht überzeugende Arbeit, die Technik benötigt allerdings offensichtlich noch etwas Feinschliff. Unser Fazit nach der City-Demo. Wenn man das umfangreiche und extrem potente Werkzeugset der Unreal Engine betrachtet, ist es absolut verständlich, weshalb aktuell so viele Entwickler auf Epics neue Engine umsteigen. Sie nimmt viel Arbeit ab und liefert dennoch eine High-End-Next-Gen-Grafik. Dass sich zusätzliche Features im Handumdrehen in die Engine integrieren lassen, darunter etwa auch Nvidias DLSS oder eine Schnittstelle für das mächtige Landschaftstool Houdini, lässt die Unreal Engine noch attraktiver wirken und selbst kleine Entwickler können beeindruckende Werke erstellen. Außerdem ist die Unreal Engine nicht nur für Spieler auf unzähligen Plattformen vom High-End-PC bis zum Smartphone einsetzbar, sondern auch für die Filmproduktion gedacht. Dafür integriert die Engine mächtige Werkzeuge, die Filmemachern und Designern von Zwischensequenzen die Arbeit deutlich erleichtern. Und wer sich schon einmal mit der sehr weit verbreiteten Unreal Engine 4 beschäftigt hat, der kommt beinahe aus dem Stand auch mit der Unreal Engine 5 zurecht. Man muss also schon beinahe einen Grund suchen, die UE 5 nicht für kommende Spiele einzusetzen. Klar gibt es noch einige Macken, die man noch in der UE5 Early Access Version von Fortnite beobachten kann. Das volle Feature Set auszunutzen, also sowohl Lumen und Nanite in Kombination mit großen offenen Welten, dürfte trotz aller Optimierungen teuer werden.
Die Grafik-Engine macht sich sowohl im Haupt- als auch Grafikspeicher ordentlich breit. Die hohe Abhängigkeit zwischen zeitnahem Streaming und damit sehr schnellen Zugriffszeiten sorgt außerdem für häufige Hänge und Ruckler, die eventuell erst verschwinden werden, wenn Techniken wie Direct Storage und oder Sampler-Feedback zum Einsatz kommen. Aber dafür fehlt noch der nötige Support. Es wird bei der aktuellen Engine-Version sehr deutlich, dass das Streaming noch nicht ausreichend schnell arbeitet. Die Ruckler und entsprechenden Benachrichtigungen, insbesondere bei schneller Fortbewegung mit Fahrzeugen, offenbaren eben, dass es aktuell bei diesem Punkt noch tüchtig hakt, im wortwörtlichen Sinne. Trotz unseres extrem potenten Testsystems mit einem Core i9 12900K RTX 3090 und der Installation auf einer schnellen NVMe-SSD. So werden die ersten Spiele der Unreal Engine 5 noch nicht unbedingt aus dem vollen Potenzial schöpfen können. Seid ihr auch ein Grafik-Sommelier? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, dann bringen wir mehr solche nerdigen Technik-Details zur Unreal Engine 5. Schaut euch ruhig auch unsere anderen Videos zur Unreal Engine 5 an. Bis zum nächsten Mal und tschüss.